Ja, ich möchte jetzt diese Fragerunde beginnen, indem ich Sie einfach gegeneinander ein wenig ausspiele. Und zwar in Ihrer praktischen Arbeit mit Ihren vielen Normen, Gesetze, alles, was in Ihrem Kopf herumschwebt. Wie könnten Sie sich vorstellen, dass wir zurückfinden zu diesem von uns auf den Tisch gelegten Thema einfach bauen? Sie, Herr de Lobenschner, haben ja mit der GBG schon etliche Projekte durchgeführt. Wo hätten Sie den Ansatz gesehen, dass wir gerade zum Beispiel beim Schulbau, beim Kindergartenbau beginnen oder weiterführen, wenn es schon passiert ist, dass wir eine neue Baukultur, nennen wir es einmal so hochtrabend, beschreiten können? Ja, danke. Ich möchte zuerst noch bei Markus Zechner anschließen. Also, das ist unser tägliches Brot im Baumanagement. Möge die Wunderübung gelingen. Keep it simple. Es ist leider eben ganz im Gegenteil. Also die Wunderübung wird gefordert, wird verlangt. Einfach ist nichts. Das Anforderungsprofil ist sehr groß. Das hat man auch heute in den Vorträgen gehört, diese Bandbreite von Einfachbauen bis zum Smart Home. Und das ist auch jetzt im Kontext Schulbau Kindergärten. Die Ansprüche, das Anforderungsprofil ist sehr groß und es ist leider sehr schwierig, das mit einfachen Bauweisen zu bewältigen. Dazu kommt natürlich nicht, also von den vielen Ansprüchen, die wir heute gehört haben, natürlich gehört dazu auch die Baukultur und die Architektur und der Entwurf. Unsere Schulen und Kindergärten setzen oft oder meistens auf gewonnenen Wettbewerben auf. Die Architekten haben sich sehr viel überlegt. Der einfachste Entwurf gewinnt eher seltener, sondern ein eher komplexer bis komplizierter Entwurf. Also im Idealfall ist er nur komplex und nicht kompliziert. Und dann beginnt die Umsetzung und selten sind komplexe oder komplizierte Entwürfe mit einfachen Bauweisen umzusetzen. Aber der Ansatz ist sicher ein richtiger. Wir bemühen uns, das in unserer täglichen Arbeit auch umzusetzen, weil wir wissen natürlich auch, einfache Bauweise kommt uns nicht nur beim dem Baumanagement in der Umsetzung, in der Errichtung entgegen, sondern natürlich auch im weiteren Facility Management, in der Instandhaltung, in der Instandsetzung und der Sanierung. Und da haben wir heute viele vernünftige Dinge gehört, die wir versuchen umzusetzen, aber einfach ist es nicht. Wenn ich den Ball weitergebe an die TU und der Herr de Lobenschner-Haferlner ist ja auch ausführender Baumeister bzw. ist im Wirtschaftsgeschehen ja sehr gut verankert, was ja schon einmal einen großen Vorteil gegenüber der reinen Lehre beinhaltet, weil Sie ja wirklich draußen auch sehen, das ist möglich. Wo könnten wir, jetzt auch an Sie die Frage, im Hochbau, wenn ich jetzt weggehe von dem reinen Schulbau, Kindergartenbau, dass wir im Hochbau etwas verändern, dass wir weitgehend ohne Sondermüll unsere Gebäude errichten und dann auch in der Zukunft darauf schauen, dass wir diese Entsorgungsproblematik, wie ich heute gerade wieder gehört habe vom Abfallwirtschaftsbeauftragten der Stadt Graz, dass sie uns ja die Müllberge über den Kopf wachsen und die Probleme vor allem, die damit einhergehen, über den Kopf wachsen. Wie könnten Sie sich vorstellen, haben Sie so eine Leitlinie, dass man sagt, ja, das wäre eine Aufgabe für uns alle, dass wir verstärkt in diese oder in die andere Richtung gehen? Ja, also prinzipiell bei, zum Beispiel, wenn wir bei den Schulen nur kurz bleiben, da gibt es sogar Gesetze dafür, dass die Verpackungen nicht genommen werden dürfen und so weiter. Wenn wir im allgemeinen Hochbau bleiben, dann ist durchaus eine Tendenz dorthin einfach durch Fortbildungen oder durch die Ausbildung gegeben, weil Aufklärung ist alles. Also Studenten von uns sind im Ausland, dort ist zum Beispiel die thermische Recycling sozusagen, das Verheizen von Müll, das Beste, was man machen kann, nur weil die nicht aufgeklärt sind. Also Aufklärung ist auf jeden Fall alles. Wenn man in den USA schaut, da
da fehlt sehr viel an Aufklärung. Also das ist da einmal der erste wichtigste Schritt und das beginnt natürlich bei der Lehre und bei der Ausbildung. Bei weiteren haben wir eben genau solche Sachen wie der Professor Gammerit, der das auch predigt, der sagt, ja, wir müssen uns überlegen, wenn wir es bauen, wohin geht's, und wir müssen das auch eben über so Zertifizierungen einfach mit ausgeben beim Bauen schon, was kann dein Gebäude für die Zukunft und wie wirst du wieder rückbauen können. Und wenn das gewisse Anforderungen nicht erfüllt, muss der Gesetzgeber das so erlassen, dass das gar nicht gebaut werden kann und oder so teuer wird, die Entsorgung, dass es keiner mehr leisten will, weil dann wird das genau das andere teuer, nämlich das wäre mit dem Verbundsystembeispiel, wo man sagt, okay, das wäre man dort kriegt die Gipskartonplatten, riesige Probleme mit Gipskartonplatten, dass man die überhaupt gar nicht mehr wegbringen werden. Und das ist zurzeit extrem billig, wenn man sagt, okay, ihr zahlt nicht nur den Einkaufspreis, sondern auch das Recycling dementsprechend mit, dann wird das natürlich zukunftsträchtig sein. Jetzt wissen wir von der Bauforschung her, es gibt Bauwerke, die seit Jahrhunderten bestehen und mit einfachen, wenigen Baustoffen gebaut worden sind. Wäre das die Möglichkeit, auch in der Zukunft unserer Baukultur es wieder so zurückzubrechen, dass wir unabhängig von der eingesetzten Technik, die wir für unser Fortkommen brauchen, dass wir bei den Baustoffen einen echten, vereinfachenden Rückschritt oder Fortschritt machen? Ich glaube, nur zum Teil kann das möglich sein. Ich sehe einen wesentlichen Ansatz darin, dass wir uns sehr verschränkt überlegen in Zukunft, wie unsere sozusagen Normen, Gesetzgebungen, wie unsere Richtlinien sozusagen ausformuliert werden. Ich sehe das noch sehr isoliert und es ist kein Geheimnis, dass viele dieser Normen, der Kollege weiß das wahrscheinlich genau, auch auf Partikularinteressen aufbauen, dass hier ein großer Lobbyismus dahinter steht, dass es hier sehr viele sozusagen sich widersprüchliche Themen gibt. Ich denke, hier wäre ein Kern anzusetzen, weil am Ende des Tages zahlen diese Dinge wir als Bürger, als Konsumenten, als Steuerzahler, und da frage ich mich, da fehlt mir sozusagen eine übergeordnete Betrachtung eines so wesentlichen Themas. Viele Dinge werden isoliert entschieden, später kommt man erst darauf, dass sie sich widersprechen, da muss man dort nochmal eingreifen. Ich glaube, dass in ganz vielen Normenfindungen, Prozessen, dass es hier eine viel verschränktere Betrachtung und Problemanalyse geben sollte. Und daraus, glaube ich, könnte man einige Lösungspotenziale zusätzlich generieren. Dass man das Prinzip Kimpin Simpel sehr eine einfache Aussage ist, die sehr komplexe Aufgabenstellungen mit sich bringt, das ist mir vollkommen klar. Aber ich denke, dass man dort im Wesentlichen ansetzen müsste. Ja, danke. Wir haben jetzt einen Bogen über diese Bauprobleme, möchte ich fast sagen, gehört. Ich frage jetzt den Versicherungsmathematiker oder die Versicherung, wie geht ihr mit solchen Aussagen um? Es gibt ja in der Versicherung, im Versicherungswesen ja mehrere Bereiche, die angesprochen werden. Das eine ist eben die Standzeit eines Gebäudes, in welchem Intervall muss saniert werden. In der anderen versichert ihr aber auch den Benutzer dieser Gebäude über ihre Gesundheit, über ihre Ausfallszeiten. Wie schaut es mit der Mentalität der Menschen, mit der Vitalität der Menschen aus, wenn sie in Gebäuden wohnen, arbeiten müssen, die nicht für die Erholung gebaut sind, sondern nur für das wirtschaftliche Fortkommen des Bauträgers. Haben Sie hier einen Ansatz, dass Sie mit einem Versicherungssystem dem Ganzen einen neuen Touch geben können? Frau Bammel, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ja, was die Normen in der Baubranche sind, sind die Versicherungsbedingungen in unserer Branche, aber damit möchte ich Ihnen heute nicht mehr zu nahe treten zu der späten Stunde. Wir begleiten unseren Kunden, und das seit 191 Jahren, was das Thema Tradition und was wir heute des Öfteren gehört haben, die Langlebigkeit betrifft. Ja.
Und natürlich versuchen wir auch in dieser neuen Zeit und in den neuen Entwicklungen den Kunden bestmöglich zu beraten, auch dort womöglich für den Menschen biometrische Risiken zu betrachten und das in Kombination mit den Gebäuden, ja, mit diesen neuen Ideen von den Gebäuden bestmöglich zu kombinieren. Was man noch sagen möchte, ist, dass wir die ganzen 4 Tage auch einen Stand haben, wo wir diese Informationen gerne unseren Kunden und Interessenten weitergeben. Ja, wir auch natürlich heute noch, ich mit meinen Kollegen vor Ort sind und diese Fragen auch natürlich gerne beantworten. Ja, danke. Weil wir sehen, dass die Zeit uns wirklich schon unter dem Sitzfleisch brennt, haben wir jetzt einvernehmlich gemeint, wir schließen diesen Bereich einmal ab. Wir kommen sonst vom Hundertste ins Tausendste. Wir brennen noch viele Fragen, die ich gerne beantwortet haben möchte. Aber vielleicht können wir das dann in Einzelgesprächen durchführen und dass wir das dann über unsere Organisation auch einem breiten Publikum nahebringen, so wie wir auch mit der TU München versucht haben, dieses Thema anzusprechen, weil auch es wird wirklich auf vielen Seiten dieser Gedanke, wir haben Verbindung mit Schweizer Kollegen, die genau auch wieder in diese gleiche Kerbe hinein passen, denn es muss sich was tun. Wir werden diesen Dämmwahn nicht mehr auf Dauer so fortsetzen können, weil wir die Probleme, die wir damit aufgerufen haben, nicht mehr Herr werden. Ich danke den Herren für ihr Statement.